Alter Schwede, wieder ein Jahr um. Kommt nur mir das so vor oder wird das irgendwie jedes Jahr schneller? Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn ihr das Video seht, könnt ihr es euch schon denken. Ich hatte Bock auf einen kleinen Jahresrückblick hier auf meinem Kanal. Alles Alex. Ja, ist schon eine Art Tradition, Neujahrs-Vlog. So habe ich auch dieses Jahr, das neue Jahr, auf Alles Alex wieder eingeläutet. Der erste große Schritt im Jahr 2019 war definitiv mein drastischer Haarschnitt. Glatze. War aber auch heftig. Ich hatte ja nicht die allzu kurzen Haare und es war halt für alle dann so BAM in your face, Alter. Auf einmal gar keine Haare mehr. Und ja, manchmal vermisse ich meine alten Mähne. Aber die aktuellen Haare machen es mir auch sehr einfach. Gerade morgens duschen, kämmen, also Haare trocknen und so. Das fällt halt alles weg. Also bis aufs Duschen, ja. Das ist natürlich immer noch trotzdem mit dabei. Ja, dann haben ein paar von euch Special Credits von mir bekommen. Ich habe einen neuen Kanal-Trailer veröffentlicht und habe es mit euren Intro-Szenen geschmückt, die ihr mir auch in dem Jahr oder im Jahr davor, glaube ich sogar schon, ja, 2018, geschickt hattet. Und ich dachte mir, ja, passt doch ganz gut, weil ihr seid ja auch Teil des Kanals, denn ohne euch würde ich das ja für niemand machen. Gott, klingt das schnulzig. Dann hat mich die Vergangenheit eingeholt. Ich wurde vorgeladen als Zeuge in einem Diebstahl Fall auszusagen. Ja, alles noch passiert, als ich lange davor, ich glaube anderthalb Jahre schon davor, noch beim Kabelanbieter Unity Media war, den es ja jetzt auch nicht mehr gibt. Ja, hätte ich mir aber schmarrn können, dahin zu gehen. Der Angeklagte hat gestanden. Aber machst halt nichts, du musst hin, weil sonst Strafe Mafe. Dann kam ein Milestone, nämlich 700 Vlogs auf meinem Kanal. Ja, und ich hatte mir an dem Tag vorgenommen, den Leuten so hart auf den Sack zu gehen und ihnen mindestens fünfmal zu erzählen, dass ich 700 Vlogs habe. Ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. Ja, dann ein Thema, was natürlich auf vielen Kanälen auf YouTube groß diskutiert wurde, das Thema Artikel 13 und seine Demos. Viele auch von meinen YouTube-Buddies, die ich so persönlich kenne, haben sich nicht lumpen lassen und sind zu einer Demo gegangen. Ich natürlich auch nach der Arbeit. Auch wenn es im Endeffekt leider nicht gereicht hat, die Abstimmung ist ja zugunsten von Artikel 13 ausgefallen. Aber ich denke mal, vielen hat das, also auch gerade in der Politik, nochmal die Augen geöffnet. Oh ja, und im Mai kam dann ein Paket für mich. Ein sehr guter Freund meinerseits hat mir seinen alten Rechner überlassen. Ich war wirklich überglücklich. Endlich wieder zocken und Let's Plays. Die kamen dann natürlich auch zeitnah. Aber alles hat leider ein Ende. Wir vermuten, dass der PC beim Transport einen Schaden davongetragen hat. Die CPU hat's wohl erwischt. Ja, das war's dann auch nach kurzer Zeit wieder mit Gaming. Der Rechner steht jetzt aktuell tot auf meinem Schreibtisch. Ja, schade drum. Ja, ich konnte mich dann aber auf neue Dinge konzentrieren und mir kam die Idee zu meiner Damn-Reihe. Die anderen machen's. Ich musste leider feststellen, dass ein etwas größerer Channel oder größerer YouTuber dieselbe Idee hatte, denn ich wollte es erst nennen, ein Tag im Leben von. Format gab es dann aber schon und ich habe es dann umbenannt, so wie es jetzt heißt. Damn. Ja, zwei Leute haben bisher mitgemacht, Dani und Ratch. Ich warte noch auf Einsendung. Till. Was? Und was ist auch jedes Jahr präsent auf meinem Channel? Richtig, mein Geburtstag. Als würde der je ausfallen. Ja, leider war das Ende meines Geburtstages ja nicht so erfreulich. Da ist ja noch eine junge Dame an meinem Auto hängen geblieben. Ich bin aber froh, dass nur der Cheyana. Ja, mein Auto hat jetzt einen Namen. Dank Ritwan. Man nimmt eben, was man kriegt. Also, dass nur Cheyana einen Schaden davongetragen hat, beziehungsweise auch das Auto der jungen Dame und nicht wir irgendwie, ne? Apropos B-Day, welchen sehen wir aus seit 3 Jahren auf meinem Channel? Richtig, ein Danger Design. Der war dieses Jahr zwar in sehr einfacher Ausführung zu sehen, aber er war zu sehen. Dann mein absolutes Highlight aus 2019, mein erstes Vlogger-Treffen. Ja, endlich mal die Leute aus den Videos persönlich treffen. Ich war zwar sehr nervös und zurückhaltend, habe den Tag aber sehr, sehr genossen. Dann kam videotechnisch auch eins meiner Highlights aus 2019, mein Abschiedsvideo an meine Kollegen bei der Telekom. Denn wie ihr wisst, musste ich die Telekom leider verlassen und war darüber nicht sehr begeistert. Hat man, glaube ich, auch gemerkt im Video. Gleichzeitig habe ich natürlich auch meinen letzten Tag mitgenommen und bin immer noch sehr, sehr dankbar für diesen Abschied. Kann nicht jeder von sich behaupten, ne? Ja, jedes Ende ist allerdings nur ein neuer Anfang. Ich habe es sehr schnell geschafft, mir was Neues zu suchen und auch zu finden. Hier hat man zwar noch nicht so viel gesehen, ich denke aber, dass da 2020 noch ein bisschen was kommen wird. Wie auch seit, ich glaube, jetzt mittlerweile 2 Jahren jedes Jahr, also zumindest auf dem Channel, wir machen das schon ein paar Jahre länger. Ja, Robin Speeday auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Kommt es mir nur so vor, oder habe ich dieses Jahr dort mehr gefilmt? Keine Ahnung. Ja, was kann das Highlight aus dem Juli 2019 noch übertreffen? Genau, die Vlogger-Weihnachtsfeier in Trier. War sehr schön, dort alle wiederzusehen. Ich bin meines Erachtens nach auch ein bisschen mehr aufgetaut. Ja, also ich war noch nicht so huiuiuiui, aber
Es war schon besser, ne, Johannes? Und ich denke auch, dass 2020 in dieser Blase noch einiges passieren wird. Alles in allem wieder ein Jahr mit ein paar Highlights. Zwischendrin wurde es mal ruhiger, was auch mit am Jobwechsel lag. Ich denke aber, den Weg, den ich beschlossen habe zu gehen, ist der richtige, Vlogs zu machen und veröffentlichen, wenn ich Bock drauf habe. Das wird sich alles zeigen in 2020. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich wollte noch jemanden speziellen erwähnen. Ich komme aber nicht drauf, wer das war. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es da irgendwie eine Abstimmung mal in einem Video gab, ob man die Person kennt. War, glaube ich, bis vor kurzem noch nein. Damn, nee, ich komme nicht drauf, sorry. Naja, ich hoffe, der Jahresrückblick hat euch... Ah, warte, Nello, du Hund. Als ob ich dich vergesse. Du wolltest extra erwähnt werden, bitteschön. Danke für deinen Support 2019. Auf, dass du 2020 so weitermachst. Küsschen aufs Nüsschen, aber nicht sabbern. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mich wissen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt. Viel Spaß bei euren Aktivitäten dieses Jahr an Silvester. Wir sehen uns auf der anderen Seite 2020. Küsse eure Augen, Habibis. Yeah, alles Alex ist mein Name. Klick auf YouTube, bitte gib mir gute Kommentare. Wie sie gerade, hat die gönne Bale. Harmonie, gönne Bale, gönne Bale. Das ist das Intro, fick der Mutter, bitte.